Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal bei UBI Tested. Schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Heute geht es hier um den Chili rot lackierten Opel Crossland. Der hat gerade eine Modellpflege erhalten, wie man sehr schön an der neuen Front erkennen kann. Technisch hat sich nicht viel verändert. Dennoch, wir schicken ihn heute auf Verbrauchsfahrt. Will heißen, wir schicken ihn auf unsere Verbrauchsrunde, die knapp über 110 Kilometer hat und alles abbildet, was man so erlebt im Alltag. Und zwar 50% Überland, 40% Autobahn mit VMAX 140, wenn möglich, und 10% Stadtverkehr. Dann wollen wir herausfinden, was verbraucht der kleine Dreizylinder unter der Motorhaube denn wirklich und was wird denn uns angegeben an offiziellen Werten. Und natürlich kriegt ihr von mir einen kleinen Überblick über den Opel Crossland während der Fahrt, wie er sich so fährt, was mir aufgefallen ist während meiner 14-tägigen Testzeit. Und am Ende gibt es noch ein Fazit, natürlich mit der Abrechnung, was er verbraucht hat, sowie mein Tipp, soll man ihn kaufen, wie soll man ihn kaufen, das findet ihr dann alles am Ende des Videos. Wenn euch das Ganze jetzt gefällt, wenn euch das Ganze interessiert, dann klickt unten auf Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt. Liked das Video, teilt es gerne, aber schreibt mir eure Meinung zum Opel Crossland unten in die Kommentarbox. Und dann würde ich sagen, ich fahre zur Tanke, mache ihn voll und wir starten mit der Verbrauchsfahrt. Fangen wir zunächst einmal an, was hat sich denn verändert zum Facelift beim Opel Crossland? Zunächst einmal, in der Modellbezeichnung ist das X verloren gegangen. Das geht jetzt zunehmend bei allen SUV-Modellen von Opel flöten, sage ich jetzt einfach mal. Man braucht es einfach nicht mehr. Die Modelle sind klar gekennzeichnet und das X verwirrt vielleicht auch viele mit Allrad, denn Allrad gibt es auch in Mokka nicht mehr, sowie im Crossland nicht. Und deswegen, auch beim Grandland ist das eben der Fall, da gibt es ja den Allrad nur, wenn ihr dann wirklich den starken Plug-in-Hybriden nehmt. Aber kommen wir zurück zum Crossland. Optisch hat sich nur die Front wesentlich verändert, denn da hat sich das neue Markengesicht platziert mittlerweile, das Opel auch auf künftigen Modellen zeigen wird. Es ist klar gekennzeichnet über einen sogenannten Opel Kompass. Das ist eine horizontal verlaufende Linie auf der Motorhaube, die da ausgearbeitet ist, die dann nach unten hin verläuft. Und dann gibt es eine vertikale Linie, das ist dann der Opel Visor, das sogenannte Visier. Das besteht dann aus den Scheinwerfern, die über einen schwarzen geschlossenen Grill miteinander verbunden sind. Beim Opel Mokka seht ihr das Ganze noch schöner. Schaut einfach mal da in das Video hinein. Unten in der Videobeschreibung findet ihr das Review zum Opel Mokka. Doch wie ist jetzt der Unterschied eigentlich zwischen Mokka und Crossland? Der Crossland ist ein bedeutend vielseitiger einsetzbares Fahrzeug als der Mokka. Der Mokka möchte vielmehr jugendliche Kunden ansprechen, die jetzt nicht so auf die reine typischen hohen Sitzpositionen oder ähnliches angewiesen sind, die ein SUV bieten soll, sondern eher Richtung Fahrspaß, Lifestyle und Optik. Beim Crossland ist es genau das Gegenteil. Hier habt ihr eine sehr hohe Sitzposition, ihr habt ein sehr variables Fahrzeug. Wir haben unter anderem einen sehr großen Kofferraum zwischen 420 und 510 Liter Stauraumvolumen. Wir haben eine verschiebbare Rücksitzbank um 150 mm.
Das heißt, wir haben besseren Einstieg, wir sitzen höher, wir haben eine insgesamt bessere Höhe. Wir haben, glaube ich, fast 10 cm ist der Crossland höher als der Mokka. Somit auch mehr Kopffreiheit hier im Fahrzeug. Wir haben zudem auch hier AGR-Sitze, nicht nur einfach ergonomisch angeformte Sitze wie im Mokka. Nein, hier sind es wirklich Sitze, die zertifiziert sind nach der Aktion Gesunder Rücken. Auch hier wieder ein Statement Richtung Komfort. Das kann der Opel Crossland dann auch auf der Straße genauso halten, denn er ist das wesentlich komfortablere Fahrzeug, bietet ähnliche Antriebe, das muss man ganz klar sagen. Wir haben hier jetzt einen 1,2 Liter Dreizylinder Turbobenziner mit 110 PS. Der sorgt für eine Beschleunigung aus dem Stand auf Tempo 100 in 10,9 Sekunden und läuft knapp 190 Stundenkilometer Topspeed. Was aber hier eigentlich relativ irrelevant ist für meine Begriffe, denn das Fahrzeug sorgt eher dafür, dass man einfach komfortabel von A nach B kommt. Die Lenkung ist sehr leichtgängig, das Fahrzeug lässt sich sehr einfach Parklücken dirigieren. In der Stadt ist es auch unheimlich wendig und auch auf schlechten Straßen sorgt das Fahrwerk dafür, dass es viel von der üblen Sorte wegfiltert und man so den Innenraum und vor allem die Fahrgäste unbehelligt belässt. Die AGR-Sitze sorgen auch dafür, dass man nochmal einen besseren Reisekomfort auch auf langen Strecken hat. So gesehen zeigt sich, dass der Opel Crossland in jedem Fall das komfortablere und auch variabler einsetzbare Fahrzeug ist, wenn auch von der Optik in meinen Augen bedeutend biederer, gerade am Heck, wo er eher schmalbrüstig daherkommt. Ach ja, der Winter kann so schön und auch gleichzeitig so hässlich sein. Hässlich in dem Form von diesen ganzen Salzkrusten, wie das Auto ausschaut nach einer so einer Verbrauchsrunde. Ja, es ist wirklich echt unschön. Kommen wir zum Opel Crossland Verbrauchstest. Was haben wir denn ermittelt? Schauen wir auf unsere Verbrauchsergebnisse. 6,1 Liter verspricht uns der Hersteller gemäß WLTP. Wir haben 6,3 Liter laut Bordcomputer konsumieren lassen und 6,2 Liter auf 100 Kilometern war unser Testverbrauch, den wir nach Tankung ermittelt haben. Mit dem 45 Liter fassenden Kraftstofftank kommen wir dann somit 725 Kilometer weit. Das ist für so einen Kleinwagen, Crossover, SUV doch durchaus ein guter Aktionsradius als Benziner, wie ich finde. Es gäbe ja noch die Möglichkeit, ihr könnt zu einem Diesel greifen mit 110 PS oder 120 PS, wenn ein Automatikgetriebe drin ist. Wohlgemerkt, es gibt hier nur 6-Gang Wandlerautomatikgetriebe gegenüber dem Mokka, der schon die modernen 8-Gang Getriebe hat. Ich persönlich finde den 110 PS ausreichend, würde aber vielleicht dennoch sagen, okay, nicht die Ultimate-Ausstattung, dafür ein bisschen die Ausstattung reduzieren und den 130 PS Motor nehmen, der wird mir persönlich noch besser taugen. Beim Verbrauch finde ich das Ganze in Ordnung. Gut ist auch wiederum die Variabilität, die das Auto bietet. Optisch, naja, spricht er mich jetzt nicht so unbedingt an, wie ich finde. Beim Preis sieht es so aus, 22.310 Euro ist der Basispreis für die 110 PS Variante als Edition. Es gäbe natürlich noch einen 83 PS Saugmotor, aber den würde ich jetzt komplett weglassen und der liegt dann knapp unter 19.000 Euro. Und die Ultimate-Ausstattung, ja, die bringt natürlich alles mit. Ich finde es ganz cool mit diesen zwei Lackierungen, also Dachschwarz und unten das Rot. Das Rot finde ich übrigens als kleinen Tipp ganz cool. Aber der Testwagen kostet halt 32.640 Euro. Da kann man jetzt mal überlegen, ist das viel oder ist es wenig? Ich persönlich finde es angemessen für so ein Fahrzeug, zumal es eben eine sehr hohe Variabilität mir bietet. Also man sitzt wirklich erhöht, gerade für ältere Leute oder Leute, die Probleme haben mit dem Rücken. Da ist es schon sehr, sehr angenehm. Wenn man dann noch eine Wandlerautomatik nimmt, wird das Ganze noch bequemer. Man sieht gut raus, man hat eben sehr viel Platz, auch auf der Rücksitzbank oder im Kofferraum. Also gar nicht so übel, wie ich finde. Jetzt dürft ihr mir aber eure Meinung unten in die Kommentarbox schreiben zum Opel Crossland. Wie fandet ihr ihn? Wie findet ihr ihn? Vielleicht, wie sind eure Erfahrungen mit dem Crossland, wenn ihr einen habt? Auch gerne Kritik, Anregungen unten in die Kommentarbox. Des Weiteren, wenn ihr es noch nicht getan habt, Kanal abonnieren und gerne auch liken und teilen. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, sagt Tschüss und Servus, euer Ubi.